Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unterm Messer. Heute besprechen wir die 20. Folge der dritten Staffel, eine ganz natürliche Sache. Oder im amerikanischen Titel Love and Marriage. Genau. Und hattest du bei dem Titel auch sofort einen Ohrwurm? Ja, Al. Ja, in dieser Folge, geschrieben von Arthur Julian und Regie Lee Phillips, die Namen sagen mir beide nicht viel, ursprünglich ausgestrahlt am 18. Februar 1975. Und ja, es beginnt wie schon so oft, Frank verhält sich mal wieder wie ein Arsch im OP und macht eine der koreanischen Hilfskräfte runter. Und die Jungs laden diesen dann zum Trost auf einen Drink ein und finden heraus, dass er von der koreanischen Armee zwangsrekrutiert wurde und sich nicht mal von seiner schwangeren Frau verabschieden konnte. Und deshalb überreden sie Radar, dass er ihm eine Urlaubsbescheinigung beschafft, weil er wäre gerne bei der Geburt seines Kindes dabei, verständlicherweise. Ja, Radar beschafft sie auf seine unnachahmliche Art und Weise. Leider fällt Frank das Ganze auf, dass der Koreaner weg möchte und er will ihn wegen unerlaubten Verlassens unerlaubten Dingsbums der Truppe. Weil er desertiert, will er ihn anklagen. Weiterhin gibt es ein paar Vorsorgeuntersuchungen für Soldaten, die heiraten möchten. Und dabei stoßen die Jungs auf eine kleine Verschwörung, sage ich mal. Und weiterhin versuchen sie noch die Frau von Mr. Kwan, also von diesem Koreaner, ins Camp zu holen, damit sie dort ihr Kind zur Welt bringen kann. Genau. Ja, wie gesagt, wir fangen den Tag wieder im OP an, wie so oft. Und Frank ist wie immer ein absolutes Arschloch. Und der Koreaner, der tut mir tatsächlich extrem leid, weil er gibt sich wirklich Mühe. Er spricht ja auch die Sprache ziemlich gut. Es kommt dann raus, er hat, ich weiß gar nicht, in England oder in Amerika studiert. Er hat in Seoul studiert, aber Seoul hat... studiert Englisch, genau. Ja, genau. Und er entschuldigt sich sogar noch nach dem OP bei Frank und sagt so sinngemäß, naja, ich hoffe... Meine Leistung, meine mangelhafte Leistung hat deine Fähigkeiten nicht beeinträchtigt und so weiter. Und Frank ist natürlich der letzte Wichser und fängt wieder an, ihn runterzumachen nach der Entschuldigung. Und man sieht ihm schon an, dass ihm das echt nahe geht. Und von daher fand ich das ziemlich gut, dass die Jungs ihn auf den Drink einladen und ihm sagen, also Frank darfst du nicht für voll nehmen, den darfst du auch nicht für einen Maßstab für uns nehmen, das ist ein Arschloch. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir diesen Mr. Kwang sehen. Gerade in der dritten Staffel war er sehr oft im OP vor allem zu sehen. Er hatte nur selten mal Text und wurde meistens von Leland Sun gespielt. Und hier, wo die Figur eine größere Rolle hat, wird er gespielt von Sun Tek Oh. Mhm. Und es gibt so ein paar, paar Unterschiede, wie der Charakter ausgesprochen wird. Also meistens wurde er Quang ausgesprochen. Dieser Episode ist es Quang. Und manche sprechen ihn aber als Quang aus. Also, da hat man nicht so ganz aufgepasst. Genau. Und den Schauspieler werden wir noch viermal antreffen innerhalb der Serie. Ja. Ja, und während wir halt jetzt so unser Getränk zu uns nehmen, kommt eben raus, ja, der Bursche hat studiert. Hat eine schwangere Frau zu Hause und ist mehr oder weniger von der Straße aus weggefangen worden. Und da kommt auch gleich mein Zitat. Two soldiers jumped out of a truck and threw me in the back. At that moment I realized I had volunteered. Also es kamen zwei Soldaten aus einem Truck gesprungen, haben mich hinten reingeworfen und in dem Moment habe ich begriffen, dass ich mich freiwillig gemeldet hatte. Um,
Ja, also Hawkeye und Trapper haben von solchen Geschichten schon öfter gehört und sie entschließen sich ja dann, dass sie ihm helfen wollen. Und sie rufen Raider herbei, damit er so einen Dreitagespass bekommt. Fantastisch fand ich halt, wie sie Evader dazu kriegen. Denn Hawkeye fragt ihn mehr oder weniger: Ja, bist du sicher, dass du nie wieder so hübsche Bücher zu Reproduktion und Bienchen und Blümchen Genau. haben möchtest? Das habe ich mir mit einem Lachen aufgeschrieben. Raider wird mit Büchern über Fortpflanzung bestochen. Das ist so großartig. Das ist irgendwie gleichzeitig pervers und unschuldig und richtig niedlich. Ja, aber Raider macht seinen Job gut. Er lässt Henry ein geheimes Dokument unterzeichnen, das so geheim ist, dass nicht mal Henry wissen darf, was drinsteht. Ein großartiger Moment. Problem ist, Henry weiß nicht, was drinsteht und kann somit auch nicht sagen, dass er es unterschrieben hat, als Frank dann den armen Quan erwischt. Genau, und wichtig ist hier an der Stelle, wir müssen nochmal betonen, der will wirklich nur seinen Dreitagespass. Der will sich nicht vor der Armee drücken oder irgendwas. Der will nur kurz nach Hause seine Frau sehen, sich verabschieden und wieder gehen. Also es ist nicht so, dass der jetzt wie Klinger wirklich komplett raus will, sondern der will einfach nur kurz zu seiner Frau im Prinzip. Ja, Ja. aber Frank konstruiert daraus halt gleich eine Dissertation, was es halt tatsächlich selbst im Militärkontext nicht ist. Es ist halt maximal unerlaubtes Entfernen von der Truppe, aber weil es eben mit dem Intent geschieht, wieder zurückzukommen, ist es keine Dissertation. Zumal es nicht im aktiven Gefecht ist. Weiter kommen wir jetzt zu unserer zweiten, zu unserem zweiten Handlungsstrang. Wir haben am Anfang der Folge schon McShane kennengelernt. Der übrigens total gefeiert wird von Frank. Ja, das ist kein Wunder, er war mir auch von Anfang an schon unsympathisch. Aber McShane ist verliebt. Ach, und er möchte heiraten. Und die Captains sind sowieso dabei, die vorehelichen Untersuchungen für GIs und für die koreanischen Verlobten durchzuführen. Und irgendwie kommt ihnen diese Braut von McShane doch bekannt vor. Sie haben sie also schon in Rosies Bar gesehen. Hier haben wir wieder Rosies Bar. Stellt sich auch raus, McShane behauptet, seine Frau wäre so in die 20. Es kommt dann, als sie erkennt, der Kommentar, ja, ihr Make-up ist älter als 20, aber okay. Ja, Hawk und Trap wollen ihn eigentlich auch warnen. Er soll doch noch ein paar Monate warten. Aber McShane sagt, ich bin total verliebt und ich will sie sofort heiraten. Und naja, letztendlich lässt er sich doch für eine Warteperiode von 2 Wochen überzeugen. Genau, aber die Aufnahmen und die Untersuchungen finden trotzdem statt. Es werden auch Röntgenaufnahmen gemacht und so weiter. Aber das bleibt alles noch so ein bisschen in Bearbeitung. Ja, blöderweise taucht aber kurz darauf im Camp einer der obligatorischen fliegenden Händler, Schrägstrich Quacksalber, Schrägstrich, ja, alles auf. Ärzte. Genau. Und daraufhin stellt sich raus, dass er sich jetzt, also dieser Quacksalber, sich jetzt als, ja, in Anführungsstrichen Heiratsvermittler, um nicht zu sagen Menschenhändler verdient und unter anderem den beiden Geld anbietet, oder ich glaube sogar nur Trapper, ne? Nee, er bietet beiden Ja. 250 Dollar an. Wenn sie denn diesen medizinischen Pass ausstellen und die beiden heiraten lassen. Und auch dasselbe gilt nochmal für jede andere Frau, der sie so einen medizinischen Pass ausstellen. Genau, denn nach der Hochzeit soll die Frau in die Vereinigten Staaten gehen und dort für einen Geschäftspartner von diesem Quacksalber, bei diesem Dr. Pack arbeiten. Und, das ist hier in der Folge ganz wichtig, davon sind die beiden jetzt erstmal noch nicht sonderlich irritiert, aber jetzt kommt raus, dass unser Freund McShane seinen eigenen Anteil dafür fordert. Das heißt, er ist nicht nur blöd und verliebt, sondern er gehört halt zu diesem Menschenhändlerring. Und das Ja. finden die beiden natürlich so überhaupt nicht geil. Und es sind auch nicht nur 250, also der kriegt oder hat bereits 1000 Dollar bekommen für diese Hochzeit. Genau.
Ja, Hawk und Trap jagen diesen Dr. Puck erstmal davon. Und hier muss ich halt sagen, dieser ganze Handlungsstrang, das ärgert mich. Es kommt dann letzten Endes raus, ja, also sie können halt eigentlich erstmal nicht viel machen, grundsätzlich. Also, oder ich weiß nicht, ob sie nichts machen können oder nichts machen einfach. Diese eine Frau ist jetzt erstmal sicher, also sicher auch nicht, aber es kommt halt raus, in Bräunchen stellen sich Spuren von TBC dar. Damit fällt sie raus, damit darf sie dieses Zertifikat nicht bekommen und damit ist sie sicher zumindest vor dieser Heirat. Aber es ist ja jetzt nicht so, ich meine, wir haben jetzt etabliert, das ist ein ganzer Menschenhändlerring im Prinzip, an dem wahrscheinlich mehrere Leute beteiligt sind. Und weder gibt es dafür irgendwelche Konsequenzen, noch petzen wir dafür den McShane irgendwo an. Ja, es ist wieder so ein, es hat mir da schon öfter so ein schneller Ausweg, ohne tatsächlich Konsequenzen zu haben, die es haben müsste. Genau. Ja, finde ich auch schade. Interessant ist hier an der Stelle, kleiner Fun Fact, der Mensch, der den Private McShane spielt, ist Dennis Dugan und er spielt in einer späteren Folge auch den Schwiegersohn von Colonel Potter. Ah. Hat er doch noch eine Frau gefunden? Ja, und jetzt gehen wir weiter nach diesem unbefriedigenden Seitenstrang wieder zur Haupthandlung. Wie gesagt, unser junger Freund steht jetzt natürlich vor dem Problem, dass er ja halt in Anführungsstrichen unter einer Dissertationsanklage steht. Stellt sich aber raus, er hat nun mal die notwendigen Papiere. Blöderweise kann sich Henry nicht entscheiden, ob er die nun unterzeichnet hat oder nicht. Also reden wir jetzt Henry ein, er ist ein bisschen dement. Gut, da muss man jetzt nicht viel einreden. Henry ist ja halt in dieser Hinsicht auch nicht der, ich will nicht sagen, nicht der Schlauste, aber ja, er ist leicht zu überzeugen. Genau. Aber es geht kein Weg dran vorbei. Er lässt sich nur überzeugen, dass er diese Dissertationsanklage fallen lässt. Aber der Junge kann schlicht und ergreifend nicht weg. Also beschließen wir einfach, wir holen jetzt die Frau. Hawkeye lässt sich also erklären, wo die zu finden ist und macht sich mit Ryder zusammen auf den Weg, die Frau zu holen. Und wir treffen die beiden jetzt wieder im Bus mit der Frau. Sie hochschwanger ist schon mitten im Bus in den Wehen. Und es stellt sich raus, es muss jetzt schnell gehen. Raider fragt sie, ob sie nicht noch ein bisschen warten kann. Also ihm ist das Ganze nicht geheuer. Als Hawker ihm dann sagt, nee, wir müssen jetzt hier anhalten. Also sie kriegt jetzt hier das Kind, will er auch irgendwo heißes Wasser besorgen. Also er ist sehr süß naiv wieder. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen heißen Fluss. Er will halt einfach nur weg und er ist halt total panisch. Schön fand ich hier auch den Kommentar von Vader. But I'm no good at delivering babies. When the cats had kittens, they sent me to the movies. Also, ich bin überhaupt nicht gut dabei, Babys auf die Welt zu holen. Wenn die Katze Kätzchen gekriegt hat, haben sie mich zum Filmgucken geschickt. Ja. Ach ja. Naja, und eigentlich soll Vader helfen, aber das ist halt wirklich außerhalb jedes Maßstabs für ihn. Also er bricht mehr oder weniger im Bus zusammen, während Hawkeye das Kind auf die Welt bringt. Die Fahrt sehen wir nicht, die Geburt sehen wir auch nicht. Wir sehen eigentlich nur, wie am Ende Frau und Kind aus dem Wagen geholt werden und Vader auf einer Trage hinterher. Bei dieser Szene sehen wir auch den berühmten, na, wie heißt dieses Schild, wo die ganzen verschiedenen Ortschaften drauf Ja, sind. ja. Und tatsächlich ist es hier anders als sonst. Also hier ist ein Zeichen ganz unten, ein Pfeil nach Boston. Und der verschwindet jetzt erstmal eine Zeit wieder und er taucht erst wieder auf, wenn unser Arzt aus Boston das Camp erreichen wird. Stimmt, du hast recht. Das ist mir nicht aufgefallen. Ja, aber das Schöne fand ich hier wirklich wieder den Zirkelschluss. Ich meine, Raider wird bestochen mit Büchern über Reproduktion und sieht es dann live und hat dann für den Rest seines Lebens wahrscheinlich Trauma. Ja, ich glaube, bei der nächsten Katze geht er ganz freiwillig ins Kino.
Ja, aber es ist dann alles gut. Sie sind dann alle wieder im Camp, vereint. Das Baby ist auf der Welt. Henry gratuliert. Und es stellt sich raus, das Kind heißt nach allen, die eben bei seiner Geschichte da geholfen haben, ganz vorne dran, den Namen Rayder. Und Radar Benjamin Franklin Trapper John Henry ja, und jetzt fragt natürlich Henry, warum denn eigentlich Rayder, obwohl er ja ohnmächtig geworden ist, so prominent genannt wird. Und es kommt raus, ja, weil du hast mir diese Urlaubsbescheinigung beschafft. Ja, und Henry ist, naja, er empört sich kurz und freut sich aber gleichzeitig, dass er doch nicht dement ist. Quang. Das war auch wieder eine schöne Szene. Ja. Gut. Ja, diese letzte Szene übrigens hier mit dem Namen ist eine, die heute im Fernsehen nur noch eigentlich so gut wie gar nicht mehr gezeigt wird. Das ist so eine, die der Schere zum Opfer gefallen ist, damit mehr Platz für Werbung ist. Oh, okay, das war mir auch neu. Dann habe ich noch ein schönes Zitat. Als Frank wieder im OP steht mit, nee, er steht nicht mehr im OP, er unterhält sich nach dieser OP mit Henry. Und, of course, I know I'm a terrific surgeon. Und Henry, who said terrific? I said fair. Major Burns, you said good. Also, Henry lobt ihn kurz, um ihn wieder ein bisschen in die Spur zu bringen und zu beruhigen. Und natürlich kickt sofort Franks Hybris wieder ein. Und dann versucht Henry das Ganze irgendwie wieder ins Lot zu bringen und in die Relation zurückzuholen. Aber mehr oder weniger unerfolgreich. Ich finde es niedlich, dass hier Lohn verhandelt wird. Quatsch, nicht Lob verhandelt wird. Ja, genau. Ja. Ja, wie findest du denn die Folge? Ja, sie ist okay, aber jetzt nichts Überwältigendes. Es gibt keinen Totalausfall von der Charakterisierung her. Die Handlung, es verläuft wieder so einiges im Sande. Und ich glaube, es ist so Mittelfeld. Ich würde sagen, ich gebe 5 von 10 Büchern über Fortpflanzung. Genau, da würde ich auch landen. Ich gebe 5 von 10 Babykatzen, weil ich sagen würde, die Folge ist grundsätzlich durchschnittlich, tut aber nicht weh und ist nicht nervig. Das kennen wir ja auch schon anders. Aber was mich wirklich extrem nervt, dass es nicht mehr Punkte gekriegt hat, ist eben, dass diese Nebenhandlung mit diesem Menschenhändlerring so unter den Tisch gefallen ist. Das nervt mich. Und deswegen, wie gesagt, auch nur 5 Punkte. Gut. Ja, da hätten wir es wieder. Noch irgendwelche Anmerkungen? Von meiner Seite her nicht. Dann würde ich sagen, schön, dass ihr zugehört habt. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Mesh unter Messer. Bis Genau, dann. in diesem Ciao. Sinne, tschüss.